Ja, meine Damen und Herren, und ein recht herzliches Willkommen zu Die Pokémon KI, kurz für Künstliche Intelligenz. Sicherlich hat sich der ein oder andere von euch schon mal gefragt, was denn genau die Trainer eigentlich zu welcher Situation tun, wenn ihr im Kampf seid. Was das Ganze mit Agathes Traumfresser zu tun hat und warum die KI sogar gegenüber von euch unfair handeln kann, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Fangen wir erstmal mit den Basics an, damit ihr wirklich den Grundsatz hiervon versteht. Dazu müsst ihr wissen, dass jede Handlung, die von eurem System vorgenommen wird, von solch einer künstlichen Intelligenz geleitet wird. Das heißt, ihr braucht nicht zwingend in einem Trainerkampf zu sein. Es reicht schon, wenn ihr in einem wilden Pokémon-Kampf seid. Handelt es sich hierbei aber um einen Trainerkampf, so entscheidet die jeweilige Variablengabe, sprich ob es zum Beispiel 0 oder 1 ist, welche Trainer-KI benutzt wird. Denn es gibt verschiedene Trainer-KI. Und hier kommen wir auch zum springenden Punkt mit Agathe. Denn Agathe verwendet in der Top 4 eine andere Trainer-KI als die gewöhnlichen Trainer bzw. die Arena-Leiter in den jeweiligen Arenen. Dazu muss man sich eigentlich nur folgenden Pseudocode vorstellen. In diesem steht dann zum Beispiel so etwas drin, dass ihr zum Beispiel Hyperheiler in eurem Zug verwendet und Agathe darauf reagiert, indem ihr Gengar nochmal Hypnose einsetzt. Durch einen kleinen, aber feinen Programmierfehler wird aber nicht darauf geprüft, ob euer Pokémon zu dem Zeitpunkt schläft. Es wird lediglich darauf geprüft, ob die Attacke sehr effektiv auf euer Pokémon vom Typen her wirken würde. Das heißt, wenn ihr einen Retter an Level 2 im Kampf habt und Agathe ihr tolles Gengar, dann wird Gengar in jedem Falle entweder Hypnose oder Traumfresser einsetzen. Beides mit dem Effekt, dass Agathe euch niemals zum ersten Zug besiegen wird. Die meisten Erkenntnisse bezüglich der künstlichen Intelligenz in Pokémon sind aber in der dritten Generation bekannt und nicht in der ersten. Dort gibt es insgesamt 7 Verhaltensmuster, die die Trainer innehaben können, und das Tolle daran ist, sie sind miteinander kombinierbar. Das erste Verhaltensmuster ist relativ simpel. Ihr werdet nämlich zu dem Zeitpunkt vom Gegner nicht mit Statusattacken angegriffen, sondern mit regulären physischen oder speziellen Attacken. Das zweite Verhaltensmuster bewirkt, dass die Volltrefferquote geändert wird und dass der Attackenschaden sich an die KP des euren Pokémons anpassen. Anpassen bedeutet in diesem Fall, dass nach Möglichkeit geschaut wird, möglichst den Schaden im ersten Turn so gering wie möglich zu halten, um im zweiten Turn einen Volltreffer zu landen und dann euer Pokémon mit diesem Volltreffer zu besiegen. Was doch bisher als relativer Zufall abgestempelt worden ist und meistens darauf zurückgeführt worden ist, dass es Hacks sind. Nun ja, es ist so einprogrammiert im Spiel. Verhaltensmuster 3, 4 und 5 bewirken einen gewissen Anstieg der Priorität von gewissen Statusattacken des Gegners um 30-60%. Handelt es sich sogar hierbei um die Attacke Staffette, die vom Gegner eingesetzt wird, so ist die Wahrscheinlichkeit hier sogar 90%, dass der Gegner eine höhere Priorität hat. Ist euch was aufgefallen? Richtig, Staffette hat eigentlich gar keine Priorität und es gibt viele andere Statusattacken, die ebenfalls in dieser Liste drin sind, die ebenfalls keine Priorität haben. Und ja, der Gegner hat dann Priorität und kommt natürlich dementsprechend als erstes zum Zug. Die vorletzte KI ist so aufgebaut, dass der Gegner dann die jeweiligen Typenklassen verstehen kann, sprich Feuer, Wasser, Pflanze und so weiter und so fort, wie sie auf das jeweilige Pokémon von euch wirken und so weiter. Und zu guter Letzt die letzte KI, die bewirkt, dass der Gegner nach euren prozentual verbleibenden KP sieht und dementsprechend die Attackenwahl abändern kann. Sprich, wenn zum Beispiel Eisstrahl auf euer Dragoran ein One-Hit-KO bewirken würde, würde der Gegner sofort Eisstrahl einsetzen. Ist das nicht der Fall, so entscheidet er sich für eine andere Attacke. Wie ihr merkt, hat die KI verdammt viel Einfluss, wenn man die jeweiligen richtigen Variablen dem jeweiligen Trainer zuordnet. Es sei aber an der Stelle gesagt, dass ein verschwindend geringer Teil auch diese KI wirklich nutzt. Beispielsweise Wiebke benutzt viele von den KIs,
die die Statusattacken prioritätsmäßig höher stellen. Ansonsten ist es relativ selten, dass manche KI-Muster überhaupt genutzt werden. Was haltet ihr so von der künstlichen Intelligenz-Geschichte? Werdet ihr deshalb jetzt nun euren Verlauf im Kampf ändern und bei Arena-Leitern besser aufpassen? Schreibt es mir in die Kommentare. Meine Damen und Herren, das war's hier. Liken und Hypen hier an der Stelle nicht vergessen. Hier noch ein paar Videos von mir. Ich sah an der Stelle hier. Bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Video hier. Hier sind auch noch zwei Videovorschläge von The Top. Viel Spaß damit!